Hi Freunde, heute habe ich wieder ein interessantes Thema für euch. Oder ich möchte einfach mit euch über ein interessantes Thema reden. Es geht um das Thema Trainingslager und allgemein trainieren, arbeiten in einer ungewohnten Umgebung. Ich möchte da kurz ein Beispiel von mir erzählen. Also ich habe vor kurzem mein Abitur geschrieben und habe es auch erfolgreich bestanden. Und vor dem Abitur musste natürlich lernen. Genau, um erfolgreich lernen zu können, habe ich mir immer unterschiedliche Umgebungen gesucht. Ich zum Beispiel bin ein Typ, der woanders produktiver arbeiten kann, als eben in meinem gewohnten Umfeld. Aus diesem Grund, weil ich das wusste, bin ich woanders hingegangen. Ich bin zum Beispiel eine Woche bevor die Abiturprüfung war, nach Slowenien gefahren, da habe ich Familie und habe dort gelernt. Natürlich ist es ein schönes Umfeld dort und dann war ich auch mal in der Hauptstadt in Ljubljana abends und habe auch das Leben genossen. Aber im Endeffekt bin ich dort weniger abgelenkt, weil ich eben meine Freunde nicht dort habe, mein Umfeld eben, also mein Internet vielleicht noch nicht da habe, da habe ich kein WLAN zum Beispiel. Und dann konnte ich mich eben fokussiert auf meine Matheaufgaben zum Beispiel konzentrieren. Ich konnte also produktiver arbeiten, weil ich woanders bin. Genauso habe ich das auch in meinem Umfeld. Also wenn ich dann in meiner Heimatstadt Nürnberg war, dann bin ich auch zu Freunden gefahren und bin dahin gefahren und habe dort eben gelernt. Habe mich eben von diesen Leuten abfragen lassen und die haben mir eben so geholfen. Die fragen natürlich auch, ja Bojo, du schreibst doch in einer Woche Abitur, was lernst du denn zur Zeit oder so? Und dann, oder wie läuft's? Und dann will ich natürlich auch nicht sagen, ja, es klappt im Moment nicht. Deswegen lasse ich mir von diesen Leuten helfen, die helfen mir auch gerne und man kann sich ein bisschen austauschen, die lernen vielleicht was über ein Thema. Ich hatte ja Gesundheitswissenschaften als Fach in der Fachoberschule. Und da war eben auch viel über Krankheiten, Ernährung, Muskeln und das interessiert ja auch andere Leute. Deswegen haben die mir dann auch gerne geholfen. Genauso ist es nämlich auch im Tischtennis. Wenn du im Tischtennis immer in deinem gewohnten Umfeld trainierst, dann wirst du irgendwann nicht mehr so produktiv sein oder fokussiert, weil es immer das Gleiche ist, immer monoton. Deswegen, was ich dir empfehlen kann, versuche auch mal andere Sachen aus dem Tischtennis. Besuch andere Vereine, wenn es geht. Da ist dann wieder versicherungstechnisch und so, aber normalerweise bekommt man es immer hin, dass man da auch trainieren kann. Oder besucht Trainingscamps, Privattraining, irgendwie mal eine Mischung, dass du mal was anderes siehst und dann auch wieder fokussiert in deinem Alltag bist. Deswegen trainiere ich auch zum Beispiel bei mehreren Vereinen oder mit unterschiedlichen Trainingspartnern. Wenn ich immer mit den gleichen Leuten trainieren würde, habe ich irgendwann keine Lust mehr, weil es ist immer das Gleiche und nichts Neues. Deswegen wechsle ich manchmal die Location, um dann eben motiviert auch trainieren zu können. Wenn ich zum Beispiel sehe, okay, der Partner XY, bei dem ich manchmal trainiere, ist immer motiviert, dann steckt mich das irgendwie an, unterbewusst und auch bewusst natürlich, aber selbst wenn wir das gar nicht bewusst machen, irgendwas zieht uns da immer nach oben, pusht uns und dann gehen wir auch wieder in unser geregelten Alltag, also in unser normales Training zum Beispiel, motivierter rein. Deswegen werde ich vielleicht auch oder ziemlich sicher nach Berlin ziehen, um dort eben produktiver sein zu können. Also in meinem gewohnten Umfeld ist alles schön und cool, ich lebe so dahin und mache auch viel, aber im Endeffekt weiß ich, ich könnte mein volles Potenzial ausschöpfen, wenn ich eben woanders bin, wenn ich an verschiedenen Locations ein bisschen arbeite. Nicht jeder ist so, ich will auch jetzt hier niemanden in irgendeine Richtung denken. Also es gibt auch Leute, die eben gerne in ihrer Heimat sind, die die Familie brauchen, die eben dieses geregelte Leben brauchen, um dann eben auch Leistungen bringen zu können. Viele verzweifeln dann auch oft, wenn sie irgendwo anders sind, weil sie eben da etwas nicht kennen und irgendwie die Situation ungewohnt sind. Aber bei mir ist zum Beispiel so, dass ich eben da fokussierter bin, neue Einblicke bekomme, auch neue Inspirationen, jetzt egal ob im Tischtennis oder Ernährung, Fitness, Persönlichkeiten, so der, wenn ich viele Leute kennenlerne, viele Umgebungen, dann bringt mich das auch persönlich und spielerisch weiter. Wenn ich zum Beispiel nach Slowenien fahre und dort trainiere, die haben ganz andere Spieltypen oder auch ganz andere Trainingsmethoden. Und wenn ich diese kennenlerne, kann ich die dann auch in mein Training einbauen. Deswegen versuche ich für dich selbst herauszufinden, was bist du für ein Typ? Ist es für dich okay, auch mal etwas Neues zu probieren? Hast du schon was Neues probiert? Und dann kannst du schauen, okay, werde ich irgendwie mit einem Trainingslager oder mal bei einem Training in einem anderen Verein oder allgemein mit einem Tischtennis-Coach irgendwie erfolgreicher. Bringt es mir irgendwie was, wenn ich mal in einer anderen Umgebung bin? Mir hilft es auf jeden Fall. Vielleicht hilft es dir auch. Denk am besten mal drüber nach und
Wir sehen uns dann morgen wieder im nächsten Video. Ciao.